Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video und zwar dem ersten Video vor neuer Kulisse. Meine Regale sind da, das heißt, ihr habt jetzt Bücher im Hintergrund. Der Ausschnitt des Bildes wird wahrscheinlich noch nicht im Kompletten so bleiben, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Aber darum geht es heute gar nicht. Ich hoffe, dass das Video trotzdem rüberkommt, denn ich möchte euch heute etwas über meine Meinung zu dem zweiten Miss Peregrine-Teil erzählen von Random Ricks, die Stadt der besonderen Kinder. Viel Spaß! Und zwar habe ich in diesem Jahr mein zweites Hörbuch beendet. Die Stadt der besonderen Kinder. Ich höre ja meine Hörbücher immer über mein iPad und eigentlich höre ich ja gar nicht so viele Hörbücher. Ich bin ja gar nicht so der Hörbuchmensch. Oh, ihr seht übrigens mein Licht in diesem iPad. Ich bin eigentlich gar nicht so der Hörbuchmensch, aber ich habe die Insel der besonderen Kinder angefangen als Hörbuch und habe mich dann dazu entschlossen, den zweiten Teil auch als Hörbuch zu hören und habe jetzt auch tatsächlich schon den dritten Band als Hörbuch gekauft. Noch nicht angefangen, aber gekauft, weil ich mir so denke, ja, zwischen Hörbuch und Buch hin und her switchen ist auch irgendwie nicht so schön. Wenn ich ein Buch anfange, also wenn ich eine Reihe als Buch anfange, dann switche ich auch nicht zurück ins Hörbuch im Normalfall. Da ich aber nicht so viele Hörbücher höre, passiert das auch nicht. Ich möchte euch einmal meine Meinung zum zweiten Band mitteilen. Das heißt, wenn ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt oder den zweiten Band, dann kann es sein, dass es hier Spoiler gibt. Deswegen solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr jetzt weiterschauen wollt oder nicht. Denn handelt sich um einen zweiten Band einer Trilogie. Das heißt, dass ich den ersten Band Spoiler lässt sich leider nicht vermeiden. Kurz zum Offensichtlichen, der Titel dieses Buches, die Stadt der besonderen Kinder, ist auf jeden Fall super perfekt. Denn am Ende des ersten Bandes hat unser kleiner Trupp an besonderen Kindern sich auf den Weg gemacht, ist von der Insel geflohen und macht sich auf den Weg, um Hilfe zu suchen und um Überlebende zu suchen, um andere besondere Kinder zu entdecken. Und letztendlich führt sie dieser Weg zu einer Stadt. Ich verrate nicht, welche Stadt, das ist nicht so ganz klar. Deswegen ist der Titel aber auf jeden Fall sehr gut gewählt worden und hat mir sehr gut gefallen. Simpel, aber treffend. Dieses Hörbuch dauert insgesamt 11 Stunden und 17 Minuten, hat damit quasi nur 10 Minuten mehr als der erste Band. Und vergeht quasi genauso schnell. Ich habe immer während des Autofahrens gehört und mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass die Kapitel nicht zu lang waren, dass sie eine ganz angenehme Länge hatten vom Vorlesen her, sodass man auch ein bisschen was geschafft hat, wobei tatsächlich die Kapitelübergänge, die hat man gar nicht unbedingt so gemerkt. Aber, und ich bin auch immer ein Mensch, ich halte auch mittendrin an. Also wenn es spannend ist, dann höre ich weiter, aber ich achte jetzt beim Hören nicht darauf, ob ein Kapitel gerade zu Ende ist oder nicht. Und da war wiederum sehr gut, dass ich, wenn ich mittendrin aufgehört habe, dass wenn ich wieder angefangen habe, dass ich trotzdem super weiterhören konnte. Das fand ich eigentlich ganz klasse, dass ich das alles so noch im Kopf hatte und dass man nicht erst 10 Minuten zurück machen musste, also quasi nochmal 10 Seiten zurückgehen muss, um überhaupt erstmal zu wissen, was passiert ist. Sondern dass man direkt wieder rein drin war und direkt weiterhören konnte. Der Übergang vom ersten Band zum zweiten Band ist auch relativ nahtlos. Also wenn ihr jetzt den ersten Band beendet habt, dann könnt ihr direkt weiterlesen oder weiterhören im zweiten Band. Das ist total super. Und jetzt, naja, Ende ist natürlich auch nochmal ein Cliffhanger. Wobei, was heißt Cliffhanger? So böse fand ich ihn jetzt gar nicht. Na doch, ein bisschen böse ist es, ein kleiner Cliffhanger. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon, den dritten Band weiterlesen zu können. Und mir hat dieser zweite Band auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefallen. Es kommen nicht so viele Wendungen und Änderungen wie im ersten Band hervor. Im ersten Band gab es mehr Überraschungsmomente und mehr so Sachen, wo man einfach gar nicht mit gerechnet hätte im ersten Moment, sag ich mal. Im zweiten Band ist es ein bisschen anders, aber im zweiten Band wissen wir die allgemeinen Tatsachen natürlich auch schon und es ist einfach eine Fortführung der Geschichte. Deswegen hoffe ich jetzt ganz stark auf den dritten Band und bin sehr gespannt, ob es da vielleicht noch weitere Änderungen geben wird oder so Überraschungsmomente, wo der Leser einfach nicht mit gerechnet hätte. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Trilogie mich bisher
immer auf meinen Autofahrten begleitet und freue mich auf jeden Fall jetzt auch den dritten Band mitnehmen zu können. Kurz noch ein paar wichtige Daten, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Ransom Riggs ist natürlich der Autor und das Buch ist im deutschen Audio Verlag erschienen und natürlich bei Drömer Knauer, wer das in Buchform haben möchte. Außerdem kostet das Taschenbuchformat 12,99 € und bei dem Hörbuch bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich habe es im Audible-Paket gekriegt, es ist eine ungekürzte Variante, da kostet es ein Guthaben, also 9,99 €. Oder ansonsten der freie Kaufpreis, den blende ich euch hier unten jetzt nochmal ein, dann dürft ihr gerne nochmal da schauen. Ansonsten kann ich es natürlich sehr empfehlen, dieses Buch einfach über Audible zu hören. Und ich muss schon sagen, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich nochmal so sehr Audible wieder Fan von werde und so viel von höre. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir mittlerweile auch wieder mehr Hörbücher gekauft habe. Und jetzt den dritten Band davon habe ich mir schon zugelegt. Und ich habe mir mittlerweile auch 2 weitere Hörbücher gekauft. Ich glaube, ich stelle euch die tatsächlich in meinem nächsten Neuzugänge-Post mal mit vor. Und ja, dann werde ich euch mal erzählen, welche Hörbücher ich mir gekauft habe. Ist halt fürs Autofahren, ist es super praktisch. So, jetzt meine Frage an euch. Habt ihr diesen zweiten Band schon mal gelesen? Die Stadt der besonderen Kinder? Oder was haltet ihr allgemein von der Reihe? Seid ihr ein Fan davon? Oder genau, was ich euch auch fragen wollte, habt ihr vielleicht den Film schon gesehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und jetzt noch eine kurze Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, ob das der Aufbau mit dem Licht. Ich bin gerade ziemlich grell, ziemlich hell, glaube ich. Ich muss noch ein bisschen was an diesem Aufbau ändern wieder und gucken, dass das Licht nicht so weit oben ist, sondern ein bisschen wieder runterkommt, damit wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Aber ich schaue mir das alles nochmal an. Das ist jetzt das erste Video in diesem Setting und ich hoffe, meine Meinung ist trotzdem zu euch durchgedrungen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.